Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen. Heute haben wir den 30.07.2021 und hier vor uns ist eine Gewitterzelle. Eine mächtige große Gewitterzelle. Und wir befinden uns zwar schon in Ingolstadt, aber wir befinden uns in der Barbarossa-Straße. Könnt ihr hier, da seht ihr es. Das ist die Barbarossa-Straße. Ja, das ist die Barbarossa-Straße. Vor uns ist eine Gewitterzelle. Und sie grummelt auch schon mittlerweile. Blitzt auch ganz gut. Momentan nur Wolkenblitze. Wir befinden uns jetzt hier momentan auf dem Feld. Klar, ihr seht es ja hier. Sonnenblumen vom Feinsten. Ja. Ja, ich bin jetzt ein bisschen weiter rausgefahren. Von meiner Wohngegend weg. Wir sind zwar schon hier in Ingolstadt, aber ich habe jetzt keinen anderen Beobachtungspunkt gefunden. Die Barbarossa-Straße, wo wir uns jetzt hier gerade befinden, das ist auch gleich ein Edeka links um die Ecke von mir. Da werden wir uns gleich unterstellen müssen, ja? Sobald das Teil näher gekommen ist. Das Teil hat über 525 Blitze pro Minute drin. Es ist wirklich der Wahnsinn, was hier gerade auf uns zukommt. Das ist ein Monsterteil. Ja. Ich habe euch ja in der letzten Doku ja versprochen, dass ich einen Tapetenwechsel mache. Nicht mehr auf dem Balkon, sondern dass wir mal rausfahren. Und jetzt sind wir in der Barbarossa-Straße. Auf der Schnelle musste ich irgendwo hin, weil ich hatte keine andere Wahl. Das ist das Monsterteil hier. Das ist das Monsterteil, was jetzt zu uns darüber zieht. Ich hoffe, man sieht es blitzen, weil es sind alles nur Wolkenblitze. Aber es blitzt in Sekundentakt. Links von mir blitzt es, rechts von mir blitzt es, vor mir blitzt es. Und das ist mein Fahrrad. Ja, ich bin jetzt ein bisschen rausgefahren hier, weil wir haben keine andere Wahl in dem Moment. Wir schauen auch gleich aufs Radar. Schön herrlich ruhig hier, kein Kindergeschrei. Hier kann ich mich konzentrieren. Herrlich. Schaut euch diese Wolkenfetzen da an. Da ist das Monsterteil. Wie gesagt, es blitzt überall. Links, rechts, vor mir. Ich bin quasi eingeschlossen vor dieser Zelle. Das ist eine Shelf Cloud. Eine leichte Shelf ist das, meine Damen und Herren, oder? Könnt ihr das auch sehen? Hier? Leichte Shelf. Oh, eine leichte Shelf. Böenfront.
Ja, vor mir ist jetzt eine Shelf Cloud. Böenfront. Direkt vor meinen Augen hier. Da, eine Böenfront. Es blitzt in Sekundentakt, meine Damen und Herren. Wir wissen nicht, wie lange wir hier noch stehen können, denn es wird gleich anfangen zu regnen. Lange können wir hier nicht mehr stehen. Boah. Lange können wir hier nicht mehr stehen. Jetzt sagt gerade mein anderer Kumpel, ich soll jetzt die Biege machen, weil die Zelle näher kommt. Man sieht es ja auch, wie die hier blitzt jetzt. Seht ihr die? Das ist eine Böenfront. Nochmal schnell einen Blick aufs Radar, meine Damen und Herren. Ich halte nochmal schon kurz hin. Auf die Zelle, Blick Richtung Zelle. Ich hole jetzt das Handy und wir gucken jetzt mal schnell drauf. Ich muss das schnell kurz vorbereiten. Junge, Junge! Leute, schaut euch das an. Ich muss das euch zeigen. Alter Schwede, schaut euch dieses fette System da an. Das wird uns mit voller Wucht treffen. Jetzt schaut euch das mal an. Habt ihr das gesehen? Mehr brauche ich euch nicht mehr zeigen, oder? Das sagt doch schon alles aus, oder? Das ist ein fetter Batzen. 525 Blitze pro Minute, schreibt mein Kollege gerade. Und der DWD hat sogar auch eine Vorab-Information vor schweren Gewitter herausgegeben, auch bei uns. Ich lese vor. Vorab-Information, schweres Gewitter. Ab den Abend werden aus der Schweiz und aus den Alpen heraus teils schwere Gewitter erwartet. Diese ziehen im weiteren Verlauf nordost bis ostwärts, wobei sie voraussichtlich rasch zu einem größeren Gewitter, wie beispiel Starkregengebiet, zusammenwachsen. Im Zusammenhang mit den Gewittern besteht lokal die Gefahr von heftigen Starkregen bis 40 Liter pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde. Schweren Sturmwind um 100 km/h. Scheitert hat voll geblitzt. Und Hagel um 3 cm Korndurchmesser. Besonders in Alpennähe ist örtlich auch heftiger Starkregen mit Menge bis 60 Liter innerhalb weniger Stunden nicht ausgeschlossen. Hierbei handelt es sich um eine Vorab-Information, die auf ein Potenzial für schweres Gewitter hinweist. Ja. Gut, Leute, wir müssen abhauen. Es blitzt vor mir. Oh. Dein Ernst? So, jetzt aber. Ich muss abhauen, Leute. Jetzt blitzt. Oh. Das ist doch nicht mehr. Also wenn das an Grenze Körperverletzung. Boah! What the heilige! Heilige! Da lasst die Mama Fee aber oben wieder Poseidon laufen oder was? Da eine fette Shelf bzw. Böenfront vor meinen Augen. Leute, ich muss hier gleich abhauen. Ich muss hier wirklich gleich abhauen. Ich stehe mitten auf dem Feld. Ich muss hier wirklich gleich abhauen. Schaut euch mal diese Wand da an. Ich glaube, ich spinne. Wie kohlrabenschwarz das hier ist. Ingolstadt ist auch schon mittlerweile finster geworden. Leute, schaut euch das mal an. Leute, ich muss hier gleich abhauen. Ich kann hier nicht mehr lange stehen. What the heilige Shit. Schaut euch das hier mal an.
So Leute, so schön wie es auch ist, aber ich muss, boah, nee, wir müssen fahren, Leute. Wir müssen abhauen, weil wir müssen uns beim Edeka unterstellen. Und der befindet sich da vorne. Fahren Sie geradeaus Richtung Barbarossastraße. Biegen Sie dann rechts ab Richtung Edeka. Ja, das weiß ich auch. Boah, Leute, schaut euch das hier mal an. Oh, heiliges Kanonenrohr. Schaut euch das hier mal an. Wenn man das hier mal besser sehen kann. Boah, what the fuck? Das ist eine riesen Shelf Cloud. Schaut euch das hier mal an. Krass. Das ist eine riesen Shelf. Wahnsinn. Oh oh. Oh oh. Jetzt wird's aber gefährlich. Jetzt wird's aber. So. Jetzt muss ich bloß schauen. Wo ist der Edeka? Hallo? Ja, vor meinen Augen. Wir sind immer noch in der Barbarossastraße. Boah, Leute, schaut euch das mal an. Boah, eine fette Shelf. Warum ist eine fette Shelf Cloud? Alter Schwede. Schaut euch das hier mal an. So, Achtung da rein. So, jetzt wird's auch schon windig. So. Jetzt hier Schluss, meine Damen und Herren. Nichts mehr mit, ja, die Front ist schon vor meinen Augen. Ja. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Boah. Boah. Es kommen Sturmböen. Heiliges Kanonenrohr. Gut, wir können jetzt noch ein bisschen kurz raus, um die Front noch besser zu filmen. Gut, es tröpfelt zwar. Das ist die Front. Jawohl. Blitz in Sekundentakt. Ist auch gleich wieder vorbei, meine Damen und Herren. Ist nicht mehr lange. Aber ist eine schöne Böenfront. Blitzt echt gut in Sekundentakt. Besonders ist die Hauptaktivität der Zelle da. Ich bin direkt über der Zelle. Ich bin direkt über diese Zelle. Ich bin direkt über der Zelle. Die ist direkt über mir. Die ist direkt über mir. Und man sieht sie auch schon blitzen. Richtig nice blitzen. Die ist direkt über mir. Die
Zelle ist direkt über mir. Jawohl, der war über mir. Boah. Nice. Schaut euch das hier mal an. Welche Wolkenformationen ich da kriege. Schaut euch das hier mal an. Boah. Die Zelle ist direkt über mir. Das könnte hageln, meine Damen und Herren. Diese Zelle könnte hageln. Die ist direkt über mir. Ich kann hier nicht mehr weg. Ich bin jetzt hier gefesselt. Ich kann nicht mehr weg. Boah. Ich kann hier nicht mehr weg. Schaut euch das. Oh! Das war ein Naheinschlag. Boah. Voll mittendrin, meine Damen und Herren. Ich bin mittendrin im Geschehen. Mittendrin. Besser kann man es nicht mehr formulieren. Schon lange nicht mehr rausgefahren. Aber jetzt muss ich rein. Jetzt hat es keinen Sinn. Jetzt geht's nämlich los, meine Damen und Herren. Action! Los geht's! Die Zelle ist direkt über uns. Es blitzt schon wie verrückt da. Ja? Boah. Jetzt gibt's gleich einen heftigen Platzregen. Herzlich willkommen bei Love Island, würde ich sagen, ja? Meine Damen und Herren. Boah. Schaut euch dieses Szenario hier mal an. Was für ein Bild, was wir hier sehen, ja? Welche Wolkenformationen. Ich hätte eigentlich damit gar nicht gerechnet, dass das heute kommt, ja? Aber es blitzt jetzt mittlerweile in Sekundentakt. Das ist so mega gerade hier. Ich kann es euch gar nicht sagen, was wir hier für eine Struktur haben. Das ist unfassbar. Und wie schnell sich die Wolken jetzt von meinen Blickrichtung zu mir sich bewegen, ist echt unfassbar. Das ist wirklich unfassbar. Hier werden gleich die Lichter ausgehen. Ja? Boah. So, boah, es regnet, Leute, wir müssen rein. Es regnet. Oh. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Megazelle. Hier kann ich öfters herfahren, ja, gar keine Frage. Weil hier ist es ein schöner Beobachtungsausblick, wie ihr hier schon sehen könnt. Ja. Mega Struktur, mega nice. Und jetzt brauche ich das Handtuch. Boah. Wahnsinn, hier ist es echt Wahnsinn, mit was für eine Struktur wir das hier zu tun kriegen. Ja? Mit welcher Struktur? Das
begebe ich mich mal von damals auf die Seite, dass wir hier mal ein bisschen mehr von dieser Zelle sehen. Kurz schnell die Bäume. Dass ihr die Sturmböen auch drauf bekommen. Boah, ist das jetzt... Boah. Mann, wie das hier blitzt, Mann. Krank. So, das Gewitter ist jetzt gleich über uns. Boah. Das Gewitter geht schon wieder in den Unwetterbereich rein, meine Damen und Herren. Definitiv. Boah. Ich muss das Handy holen. Einmal. Ah! Es war ein Einschlag. Das war ein Einschlag. Habt ihr den gehört? Und den habe ich drauf. Woo! Leine Fresse, meine Fresse! Und den habe ich drauf! Scheiße, geil! Wuhuhu. Und schon wieder einer! Achtung! Mittlerweile 728 Blitze pro Minute. Das Teil ist krank. 725 Blitze pro Minute. Und alles Einschläge jetzt. Ich bin hier in Lebensgefahr. Ich bin zwar unter dem Dach, aber... Ich bin hier in Lebensgefahr. Ich hoffe, dass ich hier lebend rauskomme, ehrlich, ohne Scheiß. Boah. Ja, jetzt macht das, der Fokus nicht mehr. Jetzt passt's, ja. 725 Blitze pro Minute, schreibt mein Kollege. Wahnsinn, was für Einschläge. Boah. Der war direkt über mir. Direkt über mir. Heiliges Kanonenrohr, wie das hier blitzt. Es blitzt, boah. Jetzt wäre es natürlich der Renner, nach Hause zu fahren. Aber das wäre jetzt lebensmüde. Ja. Ich bin jetzt direkt da an der Scheibe. Ja. Dann kann mich hier nichts passieren. In den Augenblicken. Ja, ich habe hier einen Gast. Ja, der stellt sich auch gerade runter. Wir sind hier beim Chasen.
Also, aktuelle Gefahr ist der Starkregen mit Überflutung, Hagel mit 3 cm, Blitzeinschlag, Sturmböen bis Orkanböen. Und jetzt geht hier die Post ab. Die Zelle ist mega giftig. Richtig giftig. Wahnsinn. Aber der Regen hält sich in Grenzen. Wie ihr hier sehen könnt, der Regen hält sich hier in Grenzen. Eieiei, Achtung! Es war ein Linienblitz, ein Erdblitz. Jetzt kommt der Starkregen. Ob das gut geht. Ob das gut geht. Ein dickes Kanonenrohr. Hoffentlich überlebt das mein Handy. Boah. Weil der Regen doch alles hereinklatscht. Wahnsinn! Was für eine Zelle! Aber es hält sich alles momentan in Grenzen. Nur die 2 Einschläge waren gerade eben der perfekteste Zeitpunkt. Hatte ich noch nie in meinem ganzen Leben. Bis jetzt in meinen Dokus hatte ich noch nie solche Kanonenschläge. Ohne Schmarrn. Aber das toppt alles dieses Jahr. Boah. Gute Idee, ich kann jetzt auch eine Zigarette anzünden. Schönes Gewitter, sage ich euch. Achtung, es geht weiter. Der Regen wird wieder kräftiger. Wahnsinn. Man sieht es ja auf dem Boden flackern, ne?
Dauerdonnern mittlerweile. Nach dem Gewitter machen, weil ich bin gerade unter dem Filmen. Dauert nicht mehr lange. Das ist nicht mehr lange, dann kann ich weiterfahren. Ich muss ja auch nach Hause mit dem Fahrrad. Kein Problem. Die Zelle ist noch nicht durch, meine Damen und Herren. Da kommt noch was. Jetzt blitzt das Darm, ja? Das ist eine Blitzschau hier. Aber wir können hier nicht weg. Das ist zu gefährlich jetzt zu fahren. Bei solcher Blitzintensität. Man kann jederzeit mit einem Einschlag hier wieder rechnen. Der Wahnsinn. Diese Blitzschau. Wir schauen mal kurz auf das Radar. Ingolstadt hat Warnstufe 3 vor Gewitter. Mittlerweile schweres Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel. Vom Westen ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 25 Liter pro Quadratmeter und 40 Liter pro Stunde. So werden Sturmböen mit Geschwindigkeit bis 100 km/h und Hagel mit Korngröße um 3 cm. Und aktuell schaut das Ganze hier so aus. Lass durchlaufen. Also es ist noch nicht vorbei, ja? Seht ihr das? Es ist noch nicht vorbei. Diese Zelle überstreift uns gerade. Die da, es ist noch nicht vorbei. So, die Kamerafokus einstellen. So. Jetzt kriegen wir hier so eine Wolkenformation zu sehen. Da ist schon ein bisschen Licht am Horizont. Aber die Zelle ist noch nicht vorbei. Die ist noch nicht über uns drüber gezogen. Wahnsinn. Hat der Regen wenigstens ein bisschen nachgelassen.
Aber es ist noch mega gut am Blitzen. Boah, da war er direkt über mir. Das richtet mich jetzt rein. Boah. Mega krasse Zelle. Sind die Lichter ausgegangen? Wenigstens eine schöne Blitzschau jetzt, weil das Licht aus ist. Ich würde das Gewitter nennen, unwetterartiges Gewitter. Ja. Weil wir hatten zwei Kanonenschläge, also einen Kanonenschlag und einen mittleren. Heilige Scheiße! Ich hoffe, den hat man drauf. Das war ein dicker, fetter Erdblitz. Die Zelle ist noch nicht vorbei gezogen. Man merkt das an der Blitzintensität. Mit dem Fahrrad jetzt zu fahren bringt überhaupt nichts. Es wäre eigenes Risiko, weil die Blitze noch zu nah sind.
Ja, er fährt, okay. Na gut, das muss er wissen. Ich hätte mir das nicht getraut. Aber na gut, das muss er selber wissen. So, mittlerweile ist es windstill wieder. Zum Teil ein bisschen. Aber eine krasse Blitzschau. Endlich wieder eine saftige Doku. Seit langem wieder mal. Gott sei Dank. Ah, der war nah! Donner? Mega! Den habe ich auch drauf. Jetzt regnet es mittlerweile ein bisschen fester wieder, leicht. Ja, jetzt wird der Regen stärker. Hei, hei. Achtung! Der wird laut. Und wir befinden uns immer noch in der Barbarossa-Straße, meine Damen und Herren. Ja? Das heißt, ich habe schon ein bisschen zu mir nach Hause zu fahren. So 20 Minuten ungefähr. Gibt es ein Bild von den Straßen vom Regen?
Junge, schöner Blitz. Herrlich, den habe ich drauf. Wir bleiben jetzt noch ein paar Minuten drauf, meine Damen und Herren. Da sieht man nochmal ein Wolkenfetzen. Aber mega schönes Abendgewitter, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Muss man ehrlich lassen. Das war's, meine Damen und Herren. Das Schlimmste ist jetzt drüber gezogen. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Das war wieder eine mega super Doku. Ich bin selber. Ich freue mich wirklich, dass ich wieder so eine super Doku hingekriegt habe. Lasst mir ein Like da, bitte. Jetzt haben wir August. Dann. Und ich hoffe, dass der August nochmal ein fettes System wie diese nochmal zum Vorschein bringt. Der September könnte auch noch mal was gehen. Müssen wir mal abwarten. Und ansonsten bleibt gesund, eure Familie und Angehörigen. Macht's es gut und viel Spaß mit dieser Mega-Doku. Bis zum nächsten Mal, wünscht euer Patrick Perry aus Ingolstadt, Bayern. Tschüss!